Tuchel gilt als ein Anwärter für Nachfolge von Heynckes, der den Rekordmeister aller Wahrscheinlichkeit nach im Sommer verlässt. Der Bayern-Coach betonte, sein Lob für Tuchel stehe nicht in Zusammenhang mit der Trainerfrage. Der 72-Jährige sagte, auch interessant jederzeit auf Ballhöhe, kostenlose News per WhatsApp, ich weiß nicht, was im Sommer ist. Deswegen müssen wir alle abwarten. Intern werde ich meine Meinung zu der Gesamtsituation sagen. Über Thomas Tuchel habe ich gesprochen, weil ich gefragt wurde, Heynckes hatte am Mittwoch erklärt, Tuchel habe Qualität, auch einen FC Bayern zu trainieren. Warum es immer wieder negative Berichte über Mannschaftsführung von Tuchel gibt, erklärte Heynckes nun so, als junger Trainer will man vieles erzwingen, da hat man manchmal keine Geduld. Und dann korrigierst du alles, jede Kleinigkeit, dass das dem einen oder anderen Spieler nicht unbedingt gefällt, ist nachvollziehbar. Da bin ich heute auch anders, jetzt sehe ich auch mal bewusst über kleinen Schwächen einzelner Spieler hinweg. So sind wir Menschen, wir sind nicht alle gleich. Video, ab zu Bayern. HSV droht nächster Nackenschlag.